Und damit wieder hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Minecraft, meine lieben Freunde. Jawohl, ja, in einer neuen Aufnahmesession. Und beim letzten Mal haben wir ja hier an unserer automatischen Schmiede etwas weiter gebaut und da soll der Weg auch heute wieder hinführen. Aber ich wollte noch sagen, ich habe ein paar neue Mods reingehauen, ja. Ich bin jetzt gerade im Game Mode aus dem einfachen Grund, um euch das kurz zu zeigen. Ich mache den Game Mode jetzt gleich weg. Erstens habe ich hier Road Stuff, da können wir dann richtig schöne, ja, Wege bauen und Schilder und Road Signs und ja, sowas halt. Ich kann euch das ja mal eben ganz kurz demonstrieren. Machen wir mal eben so. Ein ganz kleines Beispiel. Zack, zack, eins, zwei und dann eventuell hier so Baustellenhütchen und so, ne, sowas. Und ja, ich bin ja immer noch weiter fleißig am Modden. Hab jetzt auch noch einen Mod reingefügt, der so ein bisschen, wie soll ich sagen, also ich zeige euch erstmal das hier. Da können wir jetzt Schilder machen, wie wir wollen. Ganz verschiedene Speed Limits und sowas brauchen wir jetzt im Moment noch nicht, aber irgendwann vielleicht einmal und dann haben wir sie. So, das wieder weg, das wieder weg. Hier unten wieder den Bruchstein rein. So. Wieso habe ich eigentlich drei Schwerter? Zwei sind auf jeden Fall falsch. Das weiß ich. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Mein Gott. Ich wollte die zwei jetzt hier eben löschen. Weil ich glaube, das ist, ja. Übrigens wollte ich auch noch sagen, wir haben hier, nee, Quatsch, hier nochmal ein paar Register gemacht, einfach nur aus dem einfachen Grund, weil ich Angst hatte, dass irgendwie nochmal was verloren geht und so, und zum Testen und so, ja. So, wieder auf Überleben, nee, jetzt sind wir auf Abenteuer, Überleben, so. Und dann hatte ich halt noch einen Soundmod eingefügt, ja, also ein paar Kleinigkeiten, meine Lieben. Und ich würde sagen, wir legen jetzt auch direkt hier los. Wir wollten die Ducts machen, ne? Und ein Hopper. So, Ducts. Da brauchen wir nur Eisen und Holz. Eisen hätten wir zwar hier, aber will ich jetzt gerade nicht benutzen, dieses Eisen. Alter, ist die Musik laut. Auf meinen Ohren ist die jedenfalls sehr laut gerade. Macht aber nichts. So, dann holen wir uns mal eben hier an unserem 16, 13 FPS Gedöns ein paar, Alter, ist die Musik laut. Ein paar Eisenbarren. So, dann machen wir uns ein paar Ducts. Wir brauchen jetzt auch noch ein bisschen Holz. Habe ich jetzt auch gerade nicht im Inventar. Boah, ist das hier am Längen? Ist das hier am Längen? Aber ich habe festgestellt, man merkt das nicht so in der Aufnahme. Ein bisschen Holz und Truhen brauchen wir eigentlich auch noch. Ja, eine Redstone-Truhe nicht. Eine normale Truhe, aber ich habe scheinbar keine mehr. Dann craften wir uns eine. Aber das machen wir direkt in BM. Oh, hier ist wenigstens die FPS-Rate wieder stabiler. Stabiler. So, aber am besten gehen wir nach oben, weil wir haben hier unten immer noch keine Crafting-Box hingestellt. Hallo, hallo. So, would you come over here? Nein, jetzt gerade mal nicht. Wir machen uns erstmal ein paar Ducts. Obwohl, nee, warte mal. Wir machen uns als erstes den Hopper. Wir brauchen, warte. Ah, nee, wir brauchen. Ich guck mal eben, wie viele wir brauchen. Ein Hopper, zwei Hopper. Eins, zwei. Ach, wir brauchen mehr Hopper. Wir brauchen viel, viel mehr Hopper. Ich hätte mehr Holz mitnehmen sollen. Dann machen wir uns erstmal ein paar Ducts. So. Ein Stack sollte reichen erstmal. Dann machen wir hier raus ein paar Truhen. So. Dann machen wir hier raus. Hier, hier und hier. So. Ne, wie war denn der? Hopper. Trichter. Ach so war der. War ja schon fast richtig. War ja schon fast richtig. So. Erstmal hier. 3. 4, 6, 12. Achso, jetzt habe ich keine Truhen mehr, klar. 6. So, okay. 6 sind auf jeden Fall nötig. 6 sind auf jeden Fall nötig. Für die Ausgüsse. Eigentlich noch ein 7er, ne?
Aber da habe ich ja sicherlich noch was. Ich bin total verwirrt. Hier muss ich lang. So, ich habe auch gerade keine Fackeln. Habe ich die Fackeln hier irgendwo? Ja, da habe ich noch ein paar Fackeln. Jetzt habe ich schon wieder eine zu viel. Egal. Ich mache mal hier eben ein paar Fackeln hin, damit wir hier ein bisschen mehr sehen. So, also. Ausguss muss... Unter jedem Ausguss muss einer. Eins, zwei, drei. Eins, zwei und... Verdammt. Unter jedem Ausguss muss einer. Ey, der ist aber falsch. Der ist falsch. Der soll nicht da reingehen. Der soll nach unten gehen. Jawohl. Nee, das ist auch so falsch. Blub, blub, blub. Wieso geht der nach oben? Der soll gar nicht nach oben. Die sollen ja hier rein. So? Ich weiß es gerade nicht, ob das so richtig ist. Es sieht aber richtig aus. Der verbindet sich dahin, dann dahin, dann dahin, dann dahin. Doch, es sieht richtig aus. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Kann das sein, dass der Hauptattack gerade hier einen gefressen hat, auf gut Deutsch? Oder ist er einfach so weg? Nö, okay. Ja, das Problem ist jetzt halt, muss noch ein bisschen anders gemacht werden, sehe ich gerade. Muss noch einen runter. Aber jetzt, das zu verbinden ist halt ein bisschen schwer. Da oben lag der Duct übrigens. Aha, so. Ah, Mann, ich mach mal eben hier ein bisschen Licht und grab mich mal eben hier einen runter. So, das sieht schon mal besser aus. Weil die müssen ja... Oder da muss ja jetzt einer hin. Oh, ich brauche mehr Platz. Ich brauche einfach mehr Platz hier. So, da muss hier einer hoch. Da muss hier einer hoch. Jawohl. Dann haben wir das auch. Da muss nur noch... Hier einer hin. Nee, gar nicht wahr. Warte. Der muss... Der muss ja hier reingucken. Ah, falsch ab. Das war erstmal ein schöner Block hier. So. Dann gehen die jetzt alle hier in den Duct rein, quasi. Dann in die Kiste. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Dann haben wir die Seite auf jeden Fall schon mal abgehandelt. Und die andere Seite müssen wir ja jetzt von hier auch machen. Hä, wieso will der nicht in die Truhe rein? Ich glaube, wir sind noch... So. Zack. Geht jetzt in die Truhe? Jawohl. Es ist ein bisschen kompliziert mit den Ducts, aber ich glaube, ich kriege das schon irgendwie hin. Ich meine, das ist ja jetzt auch nichts Wildes, ne? So, dann muss ich ja jetzt zu den Trichtern. Hier muss das Redstone verlegt sein. Da muss ich Tatsache hier jetzt runtergehen, sonst geht das nicht. Ah, wieder so ein Silberfischchen. Warte mal, haben wir eigentlich jetzt, wir sind auf friedlich gerade. Ach komm, wir lassen auf friedlich mal eben. Einfach nur, um das jetzt jemand fertigzustellen. So, dann muss ich hier noch einen runtergehen, Tatsache. Dann kommt hier der Duck dran. Von hier, von hier. Von hier. Oh Mann, das ist schon ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Als ich dachte. Verstehst du? Eins, zwei, drei, vier. Der geht aber nicht da rein. So. So, dann geht der da rein. Wunderbar. Dann sollte das doch jetzt alles gehen. Ich
werde das auch bald testen, aber ich lasse das dann hier unten am besten auch alles offen, dass ich es testen kann und gut testen kann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, den Hebel würde ich dann gerne irgendwie hier hinpacken. Ach, hier müssen wir auch noch was hinbauen. Ne, gar nicht wahr. Hier müsste dann die Kiste quasi hin. Warte mal. Die Einfüllkiste. Ja, komm schon. Ne, warte. Das wollte ich eigentlich als Einfüllkiste machen, ne? Die wollte ich doch eigentlich als Einfüllkiste nehmen. Da muss ich doch noch mal ein bisschen umbauen. Aber ist ja kein Problem. Ist ja gar kein Problem. Muss dann ja quasi hier entlang. Und den muss ich dann am besten hier entlang. Oh Mann, ist das kompliziert gerade. Warte, die machen wir noch mal eben weg. War auf jeden Fall schon mal ganz gut hier. Aber nicht perfekt. So, das soll Einfüllstutzen werden. Das soll Ausfüll-Dings werden. Warte, ich muss mal eben... So. Dann muss der Duct nämlich von hier kommen. Und der von hier, dann geht das. Dann geht das so. Dann geht das alles hier gerade weiter durch. Und dann geht das hier rein. Wunderbar. Und das soll dann unser Einfüllstutzen werden. Problem ist, ich sehe jetzt gerade nicht. Ach, da ist er. Ne, andersrum muss der ja. Der muss ja schon von oben kommen, sozusagen. Ich muss nochmal hier hoch ganz kurz gucken. Da fehlen gerade mir die Blöcke, warum auch immer. Shader-Problem? Fragezeichen? Shader-Problem! Shader-Problem. Okay, kein Problem. Weiß ich wenigstens, dass das ein Shader-Problem ist, dann machen wir mal den so lange. Ich muss ja in den Ofen hinein. Der Duct muss hier dran. Der Ofen ist genau hier unter mir jetzt. Oder? Nee, warte mal. Ich muss doch dann andersrum. Kann das sein? Ich muss es einfach mal testen, ob das jetzt ausfüllen oder einfüllen wäre. Das wäre, glaube ich, einfüllen. Ausfüllen. Raus damit. Ja, siehst du, der funktioniert jetzt noch nicht. Außerdem fällt mir gerade auf, hier muss ich definitiv einen Trichter drunter tun. Die sind also falsch gesetzt, das ist aber nicht schlimm. Können wir korrigieren. Ich brauche erstmal jetzt einen Trichter. Und ich weiß, wo wir noch welche herbekommen, von daher gehe ich da mal eben hin. Und zwar aus dem Dorf, das heißt, ich nehme mal eben hier mein Telepad. Dann kommen wir da schneller hin. Wenn das Telepad jetzt natürlich schneller ist. Autsch, ist ein bisschen eng hier. Ja, komm, lassen wir erstmal stehen. So, und gerade mal einen kurzen Schluck getrunken. Wo haben wir denn die Trichter hingepackt damals? Denn wenn ich das jetzt noch wüsste und finde, die Frage ist nur, ob ich die jetzt ungeplant umgebaut habe oder nicht. Ich glaube, ich habe sie auf jeden Fall umgebaut damals. Wenn dann, ansonsten müssten ja hier Redstone ist nichts mehr drin. Erze ist zwar noch was drin, aber das, jetzt ist wieder die GUI so klein. Jetzt sehe ich wieder nichts. Mist. Wo habe ich die denn hingepackt? Sind die tatsächlich schon im automatischen Lager gelandet? Oder habe ich gar. Ich hatte auf jeden Fall mal ganz viele Trichter. Das war. Oh, das war jetzt mal ein hartes Leck. Da sind 5 Trichter. Nehmen wir mal direkt alle 5 mit.
und verschwinden jetzt wieder nach Black Mesa. Nein, lang. So, ist ein bisschen kompliziert, ne? Ja, vielleicht sollte ich hier mal auch die ein oder andere Tür wegreißen. Ich weiß es nicht. Bin mir da noch ein bisschen unschlüssig und unsicher, aber ist egal. So, ich muss mir mal ganz kurz was aufschreiben. So, Entschuldigung, muss mir kurz was aufschreiben. Hab jetzt auch das Blatt direkt vor mir, falls ich nochmal was aufschreiben muss. Okay, wir haben jetzt die Trichter, wir haben die Hopperlacks. Wir sind fast soweit, wir sind fast soweit. Dorf, Black Mesa. Black Mesa. Zurück zur Black Mesa Forschungsanstalt. Oder in der Black Mesa Forschungsanstalt. Dann kommt jetzt hier nämlich der Trichter hin, weil das soll ja ausgefüllt werden, sozusagen. Nee, der muss genau anders gucken. Auch der Trichter, warte. So muss der Trichter sein. Und jetzt ist der Duct richtig dran, ne? Ich hoffe es jedenfalls. Bin mir da noch nicht so sicher. Ich habe mit den Ducts noch nie gebaut. Also, ich habe auch wirklich null Ahnung von den Dingern, aber ich probiere es einfach mal, ne? Es scheint mir falsch zu sein. Ich probiere jetzt einfach mal. So, wie weit kommt der und kommt er bis da rein? Das ist eigentlich die Hauptfrage. Der kommt bis da, der kommt da. Da bleiben sie schon stehen. Okay, dann ist der Teil komplett falsch. Da kommt er schon gar nicht erst rein. Dann sind die wieder falsch. Komplett falsch. Da kommen die in den auch nicht rein. Ich habe wieder so falsch gebaut. Mann, die Ducts sind ein bisschen komplizierter, sag ich mal, als ausschauen. Und so. Der kommt nur bis hier. Wieso kommt der nur bis hier? Der soll noch weiter runter. Wie kommen die denn jetzt hier weiter? So eventuell. Nein, auch nicht. Ah, die Ducts sind schon ein bisschen komplizierter, ne? Den Trichter kommt aber in dem nicht an, weil er blockiert sozusagen, oder? Ne, doch, der kommt bis da, krass, gut. Also muss ich jetzt von dem irgendwie hier um die Ecke kommen. Oh Mann, ist das kompliziert.
Habe ich irgendwo... Da habe ich noch einen Bruchstein in der Hand. Jawohl. So. Kommen die denn jetzt bis da? Kommen von hier nach... In den Trichter. Aber nicht in den Duct? Was? Wieso nicht? Achso, die gehen ja direkt weiter durch. Die gehen dann in den Duct, aber in den kommen sie nicht rein. Das heißt, hier müssen wir noch ein bisschen experimentieren. Geht er jetzt in den Duct rein? Nein. Geht er jetzt in den Duct? Immer noch nicht. Eins. Er bleibt hier hängen. Er bleibt da hängen. Wie komme ich denn jetzt um die Kurve? Dieses Logikproblem erschließt sich mir gerade nicht. Vielleicht sagt ihr, Palo ist voll easy, aber... Weißt du? Ich weiß es nicht. Ah, hier ist er jetzt drin. Es geht ja immer noch nicht. Es geht ja immer noch nicht. So wie ich es will. Und was ist, wenn ich jetzt einfach mal von der anderen Seite gleich anfange? Er soll ja da rein. Obwohl, da war ja eigentlich schon ganz okay. Ah, die automatische Schmiede. Ich bin froh, wenn wir damit mal irgendwann durch sind. Aber, wir sind ja auch noch nicht so lange hier dran an der automatischen Schmiede. Von daher geht es ja einigermaßen noch. Ich sehe, dass der jetzt nicht funktionieren will, weil... wegen ihm... Sind die jetzt miteinander verknüpft? Ich hoffe. Jetzt muss ich nur noch einen Weg hier rausbauen. Es sieht jedenfalls ganz gut aus, dass die miteinander jetzt verknüpft sind. Verknüpft. Verknüpft, wie auch immer. Achso, Inventory Tweaks habe ich immer noch nicht installiert. Fällt mir gerade mal auf. Aber nicht schlimm, nicht schlimm, meine Lever. Nicht schlimm, meine Lever. Gib mir mal hier die Fackel. Ach, verdammt, ist das ärgerlich gerade. Wieso kriege ich das nicht gebacken? Ich probiere es nochmal. Und jetzt nehmen wir mal das Eisenerz. Theoretisch müsste es ja jetzt, wenn alles gut geht, hier hinten drin landen. Guck mal, die sind auf jeden Fall jetzt hier. Ja, wir haben es geschafft. Die landen jetzt alle hier drin, das ist gut. Das ist sehr gut. Waren vier, da ist der vierte. So, das heißt, das hat schon mal soweit geklappt. Das ist gut. Jetzt gucken wir mal, ob das andere auch klappt. Ich stelle mal hier so einen Stein hinein. Ne, der geht nicht. Ne, eigentlich müsste ich ja jetzt mal mit dem Lava-Bucket kommen. Also mit dem Lava-Eimer. Gehen wir da rein. Obwohl, ne, warte mal. So. So. Weil die Motoren, die machen ja nur die Lava. Okay. So, rein damit mal eben. Ich mache auch mal eben kurz das Inventar wieder größer. Ach, schöner. Bisschen schöner jetzt für mich zu spielen. Das andere ist natürlich auch nicht schlecht, aber das ist jetzt ein bisschen besser für mich. So, dann schauen wir doch mal. Searching. Dass wir mal eben schnell unseren Eimer holen und Lava. Wehe, du kackst jetzt ab. Wehe, Spiel, du kackst jetzt ab. Wehe, du... Wehe, 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 wehe. Ah, es ist abgekackt.
Warum auch immer ist es gerade abgekackt.